Recht herzlich willkommen zur 12. Folge von City Skylines. Ja, sind wir wieder drin, ne? Und ich sehe schon, hier oben brennt es schon wieder. Ich glaube, wir müssen da noch was feuerwehrtechnisch vielleicht machen, dass wir da noch irgendwo eine Feuerwehr hinkriegen, ne? Das sieht ja auch nicht so gut aus, ne? Machen wir mal gerade weiter. Ah, die Feuerwehr kommt sogar, guck mal an. Ich dachte, das wäre außer Reichweite gewesen, aber ist es dann wohl doch nicht, hä? Na, aber eigentlich ist es außer Reichweite. Ich sehe sie jetzt nicht, wo sie sind. Diese da, wa? Ja, die versuchen das noch zu löschen. Ob da was zu retten ist, weiß ich nicht. Da hinten fehlen schon wieder Arbeiter. Da müssen wir auf jeden Fall was dran machen. Ah, die Katze wurde durch einen Rauchmelder gerettet. Auch interessant, ne? Der ist dann wahrscheinlich irgendwie von der Decke gefallen und hat die Katze so erschreckt, dass sie weggelaufen ist oder was. Dass sie nicht im Backofen reinläuft oder so. Keine Ahnung. Das ist ein Feuermelder, was das machen kann, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Gut, was macht denn unsere Publikation hier? 3577. Okay. Ja, das wissen wir, dass die Polizeilagerräume angearbeitet sind. So, letztes Mal hatten wir das hier noch dazu gekauft. Das heißt, wir hatten auch irgendwo so Stellen gelassen, wo wir mit der Straße eigentlich durch können. Ah, da ist es ja. Hier, da wollten wir durchbauen, ne? Ich sehe schon, das war gerade verkehrt angesetzt. So, jetzt passt's, glaub, ne? So, machen wir gerade Straße dann. Geht das? Ne, geht gar nicht. Ja, lass mal erstmal weg. Hier müssen wir auch irgendwo durch. Sieht auch nicht gerade gut aus. Muss was weg. Muss was weg. Egal. Freuen sich jetzt nicht darüber, aber soll so sein. Ich ziehe jetzt einfach hier mal so ein paar Kurven erstmal durch die Gegend. Da ist noch eine Autobahn und da, ach guck mal, da haben wir einen Bahnanschluss. Das ist sehr interessant. Ich glaube, dann lassen wir unsere Straße da erstmal sein, weil wir da wahrscheinlich irgendwie auch einen Bahnhof mal bauen müssen, ne? Gut, das heißt, wir werden uns in dieser Richtung wohl noch ausbreiten. Da ist irgendwas passiert. Das Haus weg und das Haus weg. Und haben wir noch irgendwo was? Nein, haben wir nicht. Gut, okay. Dann machen wir nochmal die Straße gerade, weil ich glaube, wir können das hier dann auch mal so machen, oder? So sieht es doch schon schick aus, oder? Und ich würde gerne hier eine Stichstraße reinmachen. Die kann dann ruhig ziemlich durchgehen. Und schließt dann da an. Passt. Ne, da sind wir doch hier, ne? Oder? Ja, ach, es passt trotzdem, okay. So, ist schon okay so erstmal. Müssen wir nur gucken, wie das so wird. Hier an der Bahn können wir ein bisschen mehr Industrie bauen. Ich denke mal hier so Industrie und vielleicht hier vorne so Industrie. Oder hier in diesem Gleisdreieck, Verkehrsdreieck, sag ich mal. Da machen wir die Industrie rein. Auf der Seite Commercial, also Handel. Und hier außen, denke ich mal, nochmal Wohngebiete. Ja, das macht Sinn.
Das macht einen guten Eindruck, oder? So, aber was als erstes? Zurzeit ist natürlich Kommerz gefragt. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn wir hier, wo das dreckige Wasser lang geht, hier so schöne Dingens hinmachen, ne? Ich glaube, da werden wir hier auch Industrie machen. Denen ist das auch egal. Weil da haben wir ja die Wasserverschmutzung dann, ne? Das ist ja auch nicht so lecker. Und das Wasser geht hier rüber. Ich glaube, wo das hier so hell ist, da müsste das Erdöl sein, ne? Ah, kriegen wir auch noch hin. Frosch im Hals. So. Es ist die größte Nachfrage zurzeit erstmal nach Dingens, wie heißt es? Nach... sag schon. Nach Wohnraum wieder wahrscheinlich, ne? Gut, das passt erstmal. Ja, noch einen Tacken weiter, so. Das Wasser läuft auch. Und das Wasser kriegen wir auch hin. Passt. Wasser an allen Straßen schon mal dran, bis auf hier noch nicht. So. Das ist auch okay. Das läuft auch. Müll war ja noch okay, ne? Wie sieht's mit der Erreichbarkeit aus? Ist alles gegeben? Auch da fährt der Müllwagen weit genug. So, arzttechnisch haben wir dort und dort was. Ist natürlich ein bisschen knapp, ne? Da hinten sind schon wieder zwei, drei Stellen, wo wir was abreißen können. Die Häuser sind da nicht so schön in der Mitte da, weiß ich auch nicht. Na, ich glaube, da brauchen wir erstmal aber noch nichts dran machen, ne? Ich glaube, dieses Grün und Türkisfarben, das sagt ja, dass es noch okay ist. Gut, feuerwehrtechnisch sind wir natürlich hier mit einem unterwegs. Das zweite müsste dann hier hin. Brauchen wir jetzt aber auch noch nicht machen in meinen Augen. Kann erst noch warten. Die Polizeiwache sitzt da auch ganz gut. Und bildungstechnisch haben wir ja da eine Schule, da eine Schule. Und da ist auch noch eine. Ich glaube, wir müssten hier noch was haben, ne? Das könnten wir ja auch hier machen, oder? So, da. Das wäre eine Grundschule. Und das ist die Oberschule, die befindet sich dort. Okay, da haben wir Grundschulen. Da, da ist eine Oberschule. Und die sollten wir vielleicht hier auch nochmal irgendwo hinmachen. Hier wäre die ja gar nicht mal so schlecht angebunden, oder? Geld ist da. Und Bildung ist wichtig. Gut, haben wir. So, Busnetz hatten wir letztes Mal noch ausgebaut. Das lassen wir auch erstmal so stehen, denke ich. Hier hinten könnte es noch ein bisschen... Nee, da ist ja auch schon eins drin. Aber jetzt machen wir hier mal gerade das so. Das war hier mal... Will der jetzt gerade so nicht? Nee, der will in dem Modus nicht. Dann der. Ist verlassen. Nochmal bitte den, den. Den. Und da. Da ist noch eins. Wo ist es denn jetzt? Das war doch hier eigentlich in der Mitte, oder? Das war's. Jetzt haben wir es weg. Da fehlen aber noch Arbeiter. Und wenn die da nicht bald kommen, dann wird das auch kaputt gehen.
So, passt aber erstmal, ne? Ja, Wohnungsmieten steigen, weil wir nicht genug Wohnraum haben. Das ist ja echt schäbig. Katze vom Dach. Lagerräume von der Polizei. Feuer ist schon in Frage gestellt. Katze wieder. Ja, das ist doch klar. Wir wollen expandieren. Prinzessin gerettet. Noch eine Katze. Lagerräume. Prinzessin. Stellt sich die Frage, ob ich das überhaupt alles wegklicke. Der Rauchmelder rettet wen. Und das Wasser wird knapp. Urlaub verlängern. Pflanzen gießen. Toll. Katze. Feuer. Urlaub verlängert. Da kommt schon irgendwer und gießt deine Blumen. Keine Sorge. Gut. Was war denn das für ein Gebäude? Ach, das war das Busdepot. Okay. Es jingelt immer so schön. Ich sehe aber nicht was. Was ist denn da für ein Problem? Ah, da fehlt es an gebildeten Arbeitern. Tja, aber wir haben doch hier noch eine Schule gebaut. Geht keiner hin? 60 Leute von 1000. Und wie war das mit der anderen? Wo war die? Die war hier irgendwo, ne? Ist sie das? Ja. 600. Okay, da können noch größere Wohngebiete entstehen, oder wie ist das? Hier jingelt es wieder ganz viel und ich sehe aber leider nicht wo. Ist auch nur der eine da, ne? Und jetzt ist er dafür auch pleite gegangen, oder was? Ist ja auch doof, ne? So, können wir denn hier schon irgendwas machen? Ne, da muss erst noch was passieren. 7500 brauchen wir dort und dort brauchen wir auch 7500. Dann geht das erst weiter. Da wahrscheinlich dann auch, ne? Genau. Gut. Soweit, so gut. Dafür muss irgendwas besser werden. Ja, eine hohe Nachfrage nach Wohngebieten, das weiß ich wohl. Tja, müssen wir halt bauen, oder wie? da war Kommerz angesagt. Hier auf jeden Fall Wohnraum für nette Leute, ne? Dann machen wir erstmal das alles hin, oder? So, da müssten ab und zu mal ein paar Stichstraßen rein, ne? Dann lass uns mal da was rausnehmen. Einer geht noch und dann kommen da wieder Stichstraßen rein. So. Während hier hinten machen wir wieder weg. Weil hier kommt Kommerz nochmal hin. Fangen wir da schon mal mit an, ne? Und da auch. Und da machen wir dann Grünes hin. Das können wir alles grün machen, ja. So, da können genug Häuslebauer kommen. Das machen wir noch so. Das auch noch. Ja, die beiden müssen wir freilassen wegen der Straße wohl. Ja, und das machen wir alles grün hier. Da können überall Leute wohnen. Das hatten wir schon gesagt, geht nicht.
Mach das mal weg. Da könnte eine Stichstraße nämlich rein. Das geht auch nicht. So, haben wir's. Mach das mal weg, dann können da noch eine Straße durchgehen. Ja, macht doch schon mal was her, oder? Jetzt bauen die hier und haben keinen Stromanschluss. Sind die doof? Ja, ob wir das alles mit grüner Energie schaffen, ist dann auch noch eine Frage, ne? Ist schon wieder am Limit, ne? Aber dieses hier, das können wir jetzt mal gerade gucken. 6. 10 kW. Oh, hier unten gehen die 20 kW natürlich hin, ne? Vielleicht sollten wir es dann hier mal machen, oder? Kostet uns 12.000. Würde da funktionieren. So, jetzt kommt es nur auf dem Stromanschluss noch an, oder wie ist das? Geht das mit der Offshore-Anlage? Gute Frage, ne? Ja, das sieht ja gut aus, hä? So. Wohngebiet angeschlossen, eigene Stromversorgung vom Meer aus. Ordentlich Saft gibt's da jetzt. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.